Nein, aber ich will jetzt die neue Staffel sehen. Ist das dein Du kannst doch nicht immer hierher kommen. Mein Gepäck! Ah, ich liebe diese Serie. Endlich gibt's eine neue Staffel. Was schaust denn du da? Nerv nicht. Komm, nee. Was soll das denn? Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Wir gucken jetzt was anderes. Ey, lass das, Mann. Das ist... Nein, jetzt ist meine Zeit, um Fernsehen zu gucken. Du kannst in dein Zimmer gehen. Nein, aber ich will jetzt die neue Staffel sehen. Ist das dein Du kannst doch nicht immer hierher kommen. Mein Gepäck! Jetzt gib mir... Jetzt Mama! Ist mir egal. Ruf doch nach Mama. Ist mir doch egal. Mama! Mama! Oh, was ist denn schon wieder los bei euch? Streitet ihr euch etwa schon wieder? Immer das Gleiche mit euch. Also ich streite mich nicht. Ich habe mir nur die Fernbedienung genommen. Das stimmt gar nicht. Ich habe Fernseher geschaut und jetzt kam der und will gleich wieder mal... Heul doch! Heul doch! Oh mein Gott, bist du anstrengend. Oh, perfekt, das ist keiner da. Oh, lecker. Ja, er ist ja hoffentlich nicht da. Kann ich auch seine Süßigkeiten essen? Was soll das? Gib Was die her. Denn? Gib die her. Los. Ich hab gar nichts. Das sind meine. Das sind, die habe ich extra selber das geholt. Stimmt gar nicht. Jetzt gib die her. Nein, das hat Mama für uns alle gekauft. Und du hast die schon halb aufgegessen. Das ist mir egal. Das sind meine Dinger. Die habe ich von meinem Taschengeld geholt. Die fasst du nicht nochmal an, damit das klar ist. Das stimmt nicht. Lass das jetzt. Nein. Mir auch lass mal es. Was abgeben. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, schau mal da. Ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Boah, du bist der Beste. Echt, Findest ich hab noch nie so einen guten Spiel. Ich bin richtig stolz auf dich, Bruderherz. Wenn du willst, kann ich dir das auch beibringen. Dann können wir es zusammen zocken. Unbedingt, unbedingt. Und dann kann ich Mama davon überzeugen, dass wir dir auch einen PC holen oder eine Playstation. Und dann können wir das immer zusammen spielen. Ja, richtig cool. Dann können wir den ganzen Tag zusammen zocken. Boah, das wäre so cool. Ich glaube auch, da müssen wir gar nicht mehr raus oder so. Nee. Ja, ich find's cool. Okay, okay, warte, warte. Siehst du das da? Ja, also, ja. Also das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ne, das musst du lernen jetzt. Boah, ich will auch so gut werden wie du. Das kriegen wir hin. Ja. Hey. Hey. Alles klar bei dir? Alles gut. Was hast du denn da Schönes? Ich wollte dir mal was zeigen. Das sind so Popsockets. Oh, cool. Hast du die selber angemalt? Ja, so ein bisschen. Dachte ich mir vielleicht mal was anderes. Ey, das hast du so gut gemalt. Findest du cool? Richtig cool. Und weißt du was? Die will ich dir schenken. Echt? Echt? Ja, wirklich. Ich meine, du bist meine Schwester, meine große Schwester. Boah. Und ich finde, das hast du richtig verdient. Ah, du bist so lieb. Echt, du bist für mich wie mein bester Freund. Die sind für dich, okay? Oh, danke schön. Bitte schön. Wenn du irgendwas noch brauchst, ich habe auch noch ein bisschen Taschengeld über, okay? Ja. Ich weiß ja, dass du deins schon ausgegeben hast. Das sind die schönsten, die ich je gesehen habe. Ich weiß, aber es ist auch für die schönste Schwester, weißt du? Oh. Du bist seit über einer Stunde am Telefon. Ja, und? Ja, wenn Mama und Papa nicht da sind, dann habe ich das Sagen. Heute Abend? Nee, geht klar. Können wir gerne machen. Ey! Nee, nee. Ach, warte, meine Schwester ist da. Was willst du? Auflegen. Ganz bestimmt nicht. Das hast doch, du doch nicht legst jetzt... Leg auf! Ey, ist das dein Ernst? Das ist mein Handy. Du bist seit... Ich habe gerade nachgeschaut. Du bist seit über einer Stunde am Telefon. Ja, und? Ja, wenn Mama und Papa nicht da sind, dann habe ich das Sagen. Und dann Wer hat das gesagt? Ja, das ist einfach so. Ich bin deine größere Schwester. Hey, also, du hast auch noch keine Hausaufgaben gemacht, ja, ne? Ey, ich muss dir doch nicht erklären, weil ich meine Hausaufgaben doch, mache. Ich will die auch. Ich komme in einer Stunde wieder. Dann kriegst du dein Handy wieder und dann kontrolliere ich deine Hausaufgaben. Ey, sonst das gibt's ist nicht richtig, dein Ernst, oder? Dann gibt's richtig Ärger und du kriegst Hausarrest. Ich sag's dir. Ja. Ach, wirklich? Ja, ich würde ihn direkt mal rufen. Ganz kleinen Moment, bitte. Dave! Dave, komm her! Was willst du? Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich telefoniere gerade mit deiner Lehrerin. Ey, bist du ein Psycho oder was? Was telefonierst du mit meiner Lehrerin? Ich telefoniere mit deiner Lehrerin. Ganz Wieso? Du bist nicht Mama oder Papa. Ja. Eine 4. Das hat dich nicht zu interessieren. Ja, ich kläre das und ich melde mich bei Ihnen. Vielen Dank. Ey, Lisa, ist das dein Ernst? Ja, solange Mama und Papa einkaufen sind, kümmere ich mich um dich. Und das kann nicht sein. Du hast eine 4 geschrieben. Und das interessiert dich nicht. Du hast letztens auch eine 4 in deiner Arbeit geschrieben und keiner hat was dazu gesagt. Ja, aber das kann doch nicht sein. Du bleibst sitzen, wenn du so weitermachst. Wie gesagt, das Handy bekommst du nicht zurück. In einer Stunde will ich, dass du die Hausaufgaben machst und du lernst es für den Test. Diese Couch in meinem Zimmer würde viel besser aussehen. Nicht da. Das ist so unfair, dass der so eine schöne Tastatur hat. Ich nehme mir die jetzt einfach, weil ich muss mein Referat noch schreiben. Kriegt der nicht wert, von daher. Diese Tür, die ist nicht da. Okay, okay. Also, diese
diese Couch in meinem Zimmer würde viel besser aussehen. Diese Bilder, na, die nehme ich mit. Ich brauche hier alles nicht. So, und das hier gehört jetzt mir. Das gehört jetzt mir. Ich habe jetzt kein Geld einstecken. Du kannst meine Süßigkeiten essen. Oh, das reicht aber nicht. Mama, Papa! Viertel nach 10 und sie ist immer noch nicht da. Das gibt Ärger und mehr Taschengeld für mich wahrscheinlich. Weil dann bekomme ich ihr's. Ach, sieh mal einer an. Was machst du in meinem Zimmer? Solltest du nicht schon um 10 Uhr zu Hause sein? Oh, sei ruhig, bitte. Bitte. Es ging halt etwas länger. Sag ja nichts. Also ich könnte ruhig sein, wenn ich dafür auch bezahlt werde. Ich habe jetzt kein Geld einstecken. Du kannst meine Süßigkeiten essen. Oh, das reicht aber nicht. Mama, Papa, guck mal, wer da ist. 15 Minuten zu spät. Sei ruhig. Nö. Eigentlich sollte ich mir was anderes von dem Geld holen. Aber nun gut, das weiß ja keiner. Was hat der denn da? Ach, sieh mal einer an. Hallo. Bleib stehen. Was hast du da? Gar nichts. Ich sollte mir doch Mappen und sowas holen für die Schule. Ja, ja, das habe ich gemacht. Kann ich einmal... Nein. Oh, du hast dir das Spiel gekauft? Du kannst auch spielen, wenn du willst. Nein. Das erzähle ich Mama und Papa. Du solltest dir von dem Taschengeld was anderes holen. Ich werde es jetzt sagen. Nein, bitte nicht. Du hast mich letztens auch verpetzt. Das war doch nur aus Versehen. Ich brauche Mama, das Geld. Mama! Papa! Was willst du? Du nervst. Was willst du? Du nervst. Kannst du mich mal heute in Ruhe lassen? Oh, der macht immer alles ohne mich. Ich hab eine Idee. Was willst du? Du nervst. Kannst du mich mal heute in Ruhe lassen? Willst du mich jetzt den ganzen Tag nachmachen, oder? Ich muss auf Klo, lass mich in Ruhe. Ey, du bleibst mal hier. Hey, hast du meine Jeans? Warum hast du meine Jeansjacke schon wieder an? Erzähl schon, was soll das? Ah, ich finde die Jacke so schön. Es ist meine Jacke und... Ja, aber guck mal, die Warum hast du mein Handy? Ja, weil dein Handy auch schöner ist. Ich wollte mir das... Nur heute, bitte. Das sind meine Sachen, okay? Ja gut, nur heute, danach ist es vorbei. Ja, okay? Und du machst mir nichts mehr nach? Gar nichts. Ah, ich finde dich aber so cool. Ich treffe mich jetzt mit Freunden, okay? Oh, ich will mich auch mit deinen Freunden treffen. Darf Nein! Das sind meine Freunde. Nein, und wir gehen danach auch was essen. Du kommst nicht mit. Oh, ich will aber auch was essen. Bitte. Oh, bitte, Ja, bitte. Los, komm mit. Ja. Ja. Ja, mein Bruder ist gerade schon wieder hier und hallo, der nervt. Hallo. Oh, hast du das tolle neue Bild schon gesehen? Boah, das der ist so schön. Ich finde diese Ausstrahlung ist unglaublich. Ich finde Robin auch so süß, ja, ich wirklich. Bin so verliebt in ihn. Oh, ich hoffe, ich habe ihn angeschrieben, aber er hat's gelesen, er hat mir noch nicht geantwortet. Okay, aber dann schreibe ich ihn doch. Hat er keine Zeit gehabt. Ja, vielleicht solltest du ihn nicht nochmal schreiben. Hallöchen. Wer hat denn so groß gekackt in das Klo oder in dem Klo? Oh, das ist wieder mein kleiner Bruder. Kannst du mal aufhören zu nerven? Der ist so schlimm. Meine Schwester hat Dünnpfiff. Oh, Lukas. Oh, Mama, kannst du bitte mal auf Lukas aufpassen und den rausnehmen? Der nervt. Oh, Mama, Lukas nervt. Ah, ich vermisse dich auch. Ja, wir können ja morgen Eis essen gehen. Ja. Ja. Ja, mein Bruder ist gerade schon wieder hier und hallo, der Nähe. Hallo, kümmere dich um mich. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid. Ja, es tut ihr richtig leid. Wie redet ihr mit meinem Bruder? Ich sag's euch. Wenn ich euch erwische. Oh, sorry, tut mir leid. Leute, es tut mir leid. Die tun so, als hätten wir... Die tun so, als hätten die wegen mir verloren, die ganze... Jetzt machen die mich fertig. Nein, bitte nicht rausschmeißen. Bitte nicht. Gib mal her. Sag bitte nichts. Nicht schon wieder. Was fällt euch eigentlich ein? Wie redet ihr mit meinem Bruder? Ich sag's euch. Wenn ich euch erwische, dann gibt's richtig Ärger. Ich sag's euch. Lasst ihn in Ruhe. Ich glaube, die haben's verstanden, ne? Oh, nein. Oh, wenn Mama und Papa mich erwischen, dass ich hier die Couch kaputt gemacht habe. Was ist denn los? Ich habe aus Versehen, ich wollte die Couch mal ein bisschen anders umgestalten und ich habe sie kaputt gemacht. Wenn Mama und Papa mich erwischen, dann kriege ich richtig Ärger. Mach dir keine,
alles gut. Ich nehme das einfach auf mich. Ich sag, ich hab's kaputt gemacht. Wieso denn? Ja, ich beschütze dich. Komm, alles gut. Ich sag einfach, ich hab's kaputt gemacht und dann kriegst du auch nicht so. Du bist die beste Schwester jemals. Tu nicht so. Ich bin besser als du. Nein. Das weißt du ganz genau. Schau mal. Ich habe eine 1 minus bekommen in Mathe. In Mathe, da hatte ich letztens eine 1, das weißt du, ne? Also in Mathe bin ich viel besser. Und guck mal, dieser Vokabeltest. Eine 1 minus. Ja, das ist ja Englisch. Das ist ja keine Kunst. Ich habe in Französisch eine 1 geschrieben. Ja, und ich hatte in Spanisch, in der spanischen Arbeit letztens eine 1 plus. Wie sieht's bei dir aus? Welchen Schnitt hattest du letztens noch auf dem Halbjahreszeugnis? Hä? 1,2 nur. Und was hatte ich? 1,1. Ich war viel besser. Ja, als du bist aber auch eine Klasse unter mir. Ja, also, und? Komm. Ja, und? Ist doch egal. Ja, nein. Du musst erstmal das können, was ich kann. Jetzt tu nicht so. Ich bin besser als du. Nein. Das weißt du ganz genau. Ich bin der Beste aus dieser Familie und das weißt du. Ja, dafür bin ich besser im Sport. Aha, das wünschst du dir. Nee, wir gehen zur Party, auf jeden Fall. Oh, der schmeißt eine Party. Nee, ist keiner da. Nee, meine Eltern wissen nicht Bescheid. Morgen Abend? Wie viel Uhr? Ja, Leute, das waren sie, die 10 Arten von Geschwistern. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du dich irgendwo wiedererkannt? Ja, tatsächlich. Ich war immer diejenige, die immer mit wollte. Also ich habe ja 3 Geschwister. Ja. Einen großen Bruder, das war mal, da war es eher so, dass er der Aufpasser war. Und mit meiner Schwester habe ich mich aber auch immer gestritten. Und bei ihr wollte ich immer mitgehen. Und die hat mich immer nicht mitgenommen. Das war immer. Ja, ich habe ja eine ältere Schwester. Ich wollte eigentlich nirgendwo mit, weil es eigentlich immer ziemlich langweilig war für mich. Also vielleicht wenn ich einen älteren Bruder hätte oder so, wäre vielleicht was anderes. Aber das absolut nicht. Was bei mir ganz klar ist, die Nervensäge, sowas von. Ja, das warst du, ne? Das war 1:1 aus meinem Leben früher. So war das wirklich früher. Ne? Wenn sie irgendwelche Freunde zu Gast hatte oder so, war das bei mir immer, ich habe immer die Tür aufgemacht, irgendwas reingeschrien oder so, oder bin durch das Zimmer gelaufen. Immer Leute. Du bist auch voll aufgegangen in der Rolle. Also ich wollte dich nicht als Bruder haben. Ich würde wahnsinnig werden. Ja, ich habe mich auch ganz oft gestritten. Aber ich glaube, das ist typisch unter Geschwistern. Oder Leute, wie sieht's bei euch aus? Also so Streiten, ne, vielleicht nicht jeden Tag, aber öfters auf jeden Fall, wenn man zu lange zu Hause ist mit der Schwester oder mit dem Bruder. Ja. Und sonst, gepetzt habe ich eigentlich kaum, muss ich ehrlich gestehen. Also sowas habe ich nicht gerne gemacht. Ne? Aber weil mir das auch sehr oft passiert ist. Ne? Also dann wollte ich nicht, dass meine Schwester petzt oder irgendwie sowas. Ja, und ich glaube, neugierig ist, glaube ich, auch so eine Eigenschaft unter Geschwistern. Das war ich auch immer. Man wollte halt wissen, ne? Was machen die so? Ja, so. Ja, das kenne ich. Ich war auch immer so neugierig. Ich habe immer gedacht, ich verpasse irgendwas. Ja. Und sonst gerne die Sachen von meiner Schwester. Ja gut, musste ich eine Zeit anziehen, ob ich das gerne gemacht habe? Nein. Weil die Sachen einfach nicht, ne? Also, obwohl ich immer so wie meine Schwester sein wollte früher. Ich sag ja, ich glaube Schwester und ist so anderes, ist was anderes, wenn du halt selber ein Mädchen aber bist. Aber mein Bruder war echt anstrengend, weil der war immer so der Aufpasser. Und das war wirklich, ich habe immer gesagt, der war wie so ein Schnipsgummi. Warst du? Wenn du irgendwo warst, der war wie so ein Schnipsgummi, der immer hinterher kam. Okay. Und immer aufgepasst hat. Das war manchmal echt anstrengend. Aber. Nee, also wie gesagt, da war ich vielleicht als kleiner Bruder eher, habe ich versucht, der Aufpasser zu sein, aber das hat natürlich nie geklappt. Ne, weil der Altersunterschied doch schon sehr, sehr groß ist zwischen mir und meiner Schwester. Naja, wie dem auch sei. Leute, das waren die 10 Arten von Geschwistern. Auch vielen Dank an Eva nochmal. Die war heute auch Herr Kurz dabei und hat auch bei der Kamera hier toll unterstützt. Vielen Dank dafür. Also Leute, gerne ab in die Kommentare damit. Was haben wir vielleicht auch vergessen? Ne, was bei euch zu Hause vielleicht auch abgeht. Richtig. Kann ja auch sein. Und welcher Typ seid ihr? Vielleicht habt ihr euch ja wiedererkannt. Definitiv. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann Bianca. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt raus aus meinem Zimmer. Los. Das ist mein Zimmer. Nein. Ja. Nein.